Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. I'm sorry für die Lichtverhältnisse. Und ich wollte mich entschuldigen, dass so lange kein Video mehr online kam. Dieses Video wird auf jeden Fall ein Get Ready With Me, aber so ein bisschen mit Reden und so weiter. Ihr seht, meine Haare haben sich verändert, die sind heller geworden. Ja, ich habe euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Als Primer benutze ich den hier von Hello Body. Meine Skincare für heute habe ich heute Morgen schon gemacht. Deswegen trage ich jetzt nur noch den hier auf. Ich werde heute keine Foundation tragen, sondern nur Concealer. Aber dafür mache ich den Concealer auch so fast überall hin. In letzter Zeit benutze ich sehr, sehr gerne Pinsel zum Verblenden. Okay, jetzt ist die Sonne weg. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Super. Okay, die Base haben wir. Ich mache weiter mit Contouring. Und da benutze ich diese Palette. Hat sich nichts geändert. Benutze ich die Palette und benutze hier den warmen Ton. In letzter Zeit male ich mir auch sehr gerne Sommersprossen und ich glaube, das mache ich heute auch. Habe ich auf jeden Fall mega Lust drauf. Ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen an. Die erste Frage war nämlich, wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt und ich glaube eigentlich, dass das immer in der Infobox steht, also in der Beschreibung unten. Steht immer ganz unten so kleine Info, also zum Beispiel mit welcher Kamera ich filme, welches Programm ich benutze zum Schneiden. Ihr seht, ich mache richtig viel von Bronzer drauf, weil ich sehr, 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 sehr blass bin. Und Leute, falls ihr euch einfach nicht pretty fühlt, benutzt selbst Bräuner. Ich schwöre, das ist so ein Life Changer. Mein Gesicht und mein Dekolleté sind immer so, so weiß im Gegensatz zum Rest. Nervt mich total, aber ich habe irgendwie schon länger keinen Selbstbräuner mehr aufgetragen. Genau, benutze eigentlich dieselbe Farbe auch für das Nasencontouring. Mach zwei eng aneinanderliegende Striche. Wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, wie lange oder seit wann habe ich mein Bauchnabelpiercing? Mein Bauchnabelpiercing, ich wollte schon immer eins haben, weil meine Mutter und meine Tante hatten eins. Und ich fand das immer so toll. Hab gesagt, wenn ich groß bin, mache ich mir auch eins. Und habe dann eins gemacht mit 16, also so 2-3 Monate, nachdem ich 16 geworden bin. Also 2020 im August. Ich benutze übrigens diesen Blush hier, den benutze ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde ganz in Ordnung. Ich habe aber Lust, mal wieder einen Blush auszuprobieren, der nicht so rosa ist, sondern mehr so orange. Ich weiß nicht, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und ich habe euch, glaube ich, gar nicht gezeigt, welchen Concealer ich benutzt habe. Da habe ich immer noch diese Reihe hier von True Skin. Ich habe hier auch von derselben Reihe die Foundation, die ich richtig gut finde. Also ich finde die Foundation von der Reihe besser als den Concealer, muss ich jetzt sagen. Falls die leer geht, will ich danach auf jeden Fall die Perfect Match von L'Oreal mal ausprobieren, weil von der sind auch sehr, sehr viele begeistert. Ich trage Blush eigentlich großflächig auf der Wange auf und gehe, wie ihr seht, gehe ich so hoch. Der Rest kommt auf die Nase. Da mache ich noch ein bisschen was am Kinn, dass da auch ein bisschen Farbe ist. Und den Rest verteile ich irgendwie ein bisschen auf der Stirn. Blush und Contour lasse ich aber noch draußen, weil das kommt später alles noch aufs Auge. Ja, mir ist eingefallen, ich habe die Sommersprossen vergessen aufzumalen. Da habe ich mich für eine Farbe entschieden, die ich eh nicht so oft benutze. Und benutze die für meine Sommersprossen. Da gehe ich dann mit der Spitzenseite einfach ein bisschen rein. Mach ein paar Punkte und geh wieder rein und so weiter. Ich habe es jetzt das erste Mal so wirklich so ums Auge rum gemacht, sonst mache ich das meistens eigentlich nur so hier und ein bisschen da hoch. Und ich mache das auch meistens eigentlich vor dem Blush, dass wenn ich den Blush drauf mache, dass es das dann so ein bisschen verblendet, dass es nicht so extrem ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Pinsel und gehe da so ein bisschen rüber. Mich haben einige gefragt, wann kommt ein neues YouTube-Video? Jetzt. Kann ich auch verstehen, weil ich bin irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr inaktiv. Was mir, wie gesagt, sehr leid tut. Aber im Moment habe ich einfach nicht so viel Motivation dazu. Mir fehlen die Ideen. Irgendwie liegt mein Fokus gerade mehr so auf Instagram und TikTok. Ihr wisst, YouTube nimmt halt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Also allein das Drehen dauert ja schon relativ lang. Und dann das Schneiden dauert noch länger. Also Leute, falls ihr immer irgendwelche Wünsche habt, Ideen habt, was ich für Videos drehen könnte,
dann schreibt mir das wirklich immer, immer gerne in die Kommentare oder schreibt mir über Insta direkt. Dann versuche ich natürlich alles umzusetzen. Ich habe jetzt gerade übrigens dieselbe Farbe, die ich hier auf den Wangen drauf habe, also von der Kontur, auf mein Auge aufgetragen. Und jetzt werde ich auch nochmal ein bisschen was vom Blush auftragen, dass es so einen kleinen rosa Ton hat. Oh, die Sonne kommt wieder raus. Ich trage noch ein bisschen was am äußeren, unteren Wimpernkranz auf. Und die Sonne ist wieder weg. Super. Ich mache weiter mit den Augenbrauen. Jemand hat gefragt, ob ich ein Update zu meinem What's on my phone machen kann. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, das letzte kam letztes Jahr online. Also schon sehr, sehr lange her. Im Sommer, glaube ich, sogar irgendwann. Ich muss ehrlich sagen, mein Handy ist immer sehr messy. Ich bin so an sich eigentlich sehr ordentlicher Mensch und mein Zimmer ist dauernd aufgeräumt, aber mein Handy, das kriege ich einfach nicht hin. Es ist so durcheinander und ich habe irgendwie ein paar Apps in dieser App Mediathek, weil ich eigentlich ein bisschen nur die wichtigsten auf dem Homebildschirm haben wollte. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich noch eine App öffnen will, gehe ich auf oben, also swipe von oben runter, gehe auf Suchen und suche die App, weil ich einfach keine Lust habe, die irgendwo zu suchen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe eine komplette Unordnung und ich wollte das auch mal in Ordnung bringen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich das natürlich gerne machen. Meine Augenbrauen benutze ich dieses Gel schon seit Ewigkeiten. Es geht einfach nicht leer. Ja, und dann bürste ich meine Augenbrauen hoch, damit sie einfach ein bisschen breiter aussehen. Ich mag den Look nämlich sehr gerne, wenn die so hochgekämmt sind. Mich hat jemand gefragt, ob ich eine Idee habe, was ich später mal werden will, was ich machen will. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Als Kind hat man immer irgendwelche Träume. Ja, ich will dies und das werden. Ja, auf jeden Fall als Kind wollte ich immer Lehrerin werden. Das war so toll. Und im Laufe der Jahre, während der Gymnasiumzeit, war ich dann so, never ever verbringe ich mein ganzes Leben lang in der Schule. Ja, schwieriges Thema, muss ich sagen. Deswegen ist, glaube ich, meine Antwort darauf einfach nein, ich weiß es nicht. And by the way, ich fülle gerade meine Augenbrauen so ein bisschen auf und mache sie so ein bisschen dunkler, vor allem hier hinten, mit diesem von Essence. Das benutze ich auch schon sehr, sehr lange mit der dunkleren Farbe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das noch gibt. Gibt es das noch? Naja, so sieht auf jeden Fall meine Augenbraue aus. Die ist heute sehr gut geworden, erstaunlicherweise. Gehst du noch zur Schule oder machst du eine Ausbildung? Ich gehe nicht mehr zur Schule und halte Ausschau nach einer Ausbildung. Und im Moment, ich arbeite und überbrücke die Zeit. Dann gab es eine ganz interessante Frage und zwar, wenn ich ein Video haben könnte von irgendeiner bestimmten Situation in meinem Leben, welche wäre es? Finde ich super interessant, einfach mal nur drüber nachzudenken. Ich glaube, es wäre der Schulausflug nach England. Das war, glaube ich, über die ganze Schulzeit das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Und wirklich so ein komplettes Video zu haben von allen Momenten und alles, was wir dort erlebt haben, ich glaube, das wäre mega schön. Und ich würde es mir so oft angucken. Wann hast du zum ersten Mal deine Periode bekommen? Die schwierigste? Die eine Augenbraue an die andere anzupassen. Ich verkack's jedes Mal, um zu der Frage nochmal zurückzukommen. Wann ich das erste Mal meine Periode bekommen habe und die Story dazu. Meine Periode habe ich, denke ich, sehr spät bekommen. Also zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass sie alle in meiner Klasse und Stufe und was auch immer sie schon hatten. Ich war 14 und so eine richtige Story gibt es dazu eigentlich gar nicht. Ich habe sie in der Schule bekommen. Sehr mies, wirklich sehr mies. Es war in der Pause, ich habe es nicht mal gecheckt. Ich war ganz normal auf Toilette in der Pause und dann habe ich den Schock meines Lebens bekommen, als ich da Blut gesehen habe. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Also so viel ist da nicht passiert. Dann habe ich halt einfach mich drum gekümmert, dass ich da nicht weiter auslaufe. Und das war es eigentlich auch. Meine Augenbrauen sind so dunkel gerade. Egal, wenn die Wimpern kommen, dann fällt es nicht mehr so auf. Auf jeden Fall, ja, das war die kurze Story zu meiner Periode. Allerdings, falls ihr Interesse habt, kann ich vielleicht irgendwann mal sowas in die Richtung Girls Talk machen. So ein Video, wo halt wirklich nur Fragen zu irgendwelchen bestimmten Mädchenthemen kommen. Ich habe nämlich sowas schon öfter bei anderen YouTuberinnen gesehen und fand das eigentlich ganz cool. Nächste Frage. Hast du oft Druck bzw. Stress in der Schule? Und weil ich nicht mehr in die Schule gehe, beantworte ich das einfach, wie es damals war. Und zwar, ja, hatte ich. Die Schule hat mich eigentlich komplett auseinandergenommen. Ich benutze übrigens diese Mascara hier. Habe es mir schon mal nachgekauft, weil ich die wirklich sehr gut finde. Naja, auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Stress.
Aus dem Grund, weil ich nicht sehr gut in der Schule war und ich bin eigentlich von Persönlichkeit her sehr introvertiert und rede halt nicht so viel, was halt sich negativ auf die mündliche Note ausgewirkt hat, ne? Und das hat mich halt gestresst, weil ich das Gefühl hatte, ich bin komplett verblödet, ich bin dumm. Das habe ich mir auch immer eingeredet, weil meine Noten einfach nicht gut waren. Also ich habe mich schon oft unter Druck gesetzt gefühlt und gestresst gefühlt. Ich hatte oft Nervenzusammenbrüche in der Schule. Also Schule hat mich schon ein bisschen zerstört, muss ich ehrlich sagen. Aber seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe, hat sich das ein bisschen verbessert. Ich habe auch oft das Gefühl, dass die Lehrer auch einen irgendwie so als dumm dastehen lassen manchmal. Und manchmal sind die Lehrer so fies, wirklich. Ich finde es ehrlich traurig, dass es solche Lehrer auf manchen Schulen gibt oder dass solche Personen, die so übertrieben böse sind und so schadensfreudig Lehrer werden. Ich verstehe das nicht. Du kannst ja nicht Lehrer werden und dich dann über irgendwelche Schüler lustig machen. Also ich finde das echt... Manche Lehrer sind echt, da verstehe ich wirklich gar nicht, warum sie Lehrer sind. Und es tut mir auch wirklich leid für alle Schüler dann. Also Schulzeit war schon ein bisschen traumatisierend, muss ich sagen. Oh, ich hasse das. Oh nein. Wenn ich die Mascara zu weit in mein Auge klatsche und ich blinzeln muss und alles um mein Auge rum ist. Super. Ich benutze ganz gerne auf meine Wimpern. Das war gerade komplett falsch gesagt. Ich mache mir ganz gerne immer noch einen Eyeliner drauf. Irgendwie weiß ich nicht, ohne Eyeliner fehlt mir einfach was. Deswegen benutze ich ganz gerne einen braunen Eyeliner, weil der ist dann halt nicht so kräftig wie schwarz. Aber irgendwie ist dann auch nichts da. Wisst ihr, was ich meine? Ich benutze einfach braunen Lidschatten von der Mrs. Bella Darkside Palette. Einfach den braunen Ton, da gibt es nur einen. Den hier unten. Der heißt Storm. Auf jeden Fall mache ich ganz gerne nochmal den braunen Lidschatten auch unten an den Wimpernkranz entlang. Sieht einfach irgendwie besser aus, finde ich. In letzter Zeit benutze ich gar kein Puder mehr, Leute. Wie gesagt, meine Haut ist eh ein bisschen trockener, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei Leuten ist, die einfach extrem ölige Haut haben. Ich habe einfach gehört, dass wenn man Puder benutzt, dann produziert die Haut ja noch mehr Teig, weil das so trocken ist, so abgepudert halt. Weil mir ist es auch aufgefallen, immer nachdem ich Puder benutzt habe, nach ein paar Stunden, ich habe geglänzt wie eine Bowlingkugel. So, und der letzte Step. Nee, nicht der letzte. Also ich benutze einfach, weil ich gerade diese Palette offen habe, benutze ich auch diesen Highlighter. Einmal hier auf den Wangen, aber gar nicht so viel. Ich habe früher mehr benutzt. Das meiste mache ich auf die Nase, in Augeninnenwinkel und unter die Augenbraue. Und dann bin ich eigentlich fertig. Dann kommt nur noch Fixing Spray und Lippen. Fixing Spray benutze ich diese hier seit Ewigkeiten. Ja, und dann benutze ich erstmal ein bisschen Lippenpflege. Und benutze diesen Lip Liner von Trend It Up. Ha! Oh, konntet ihr das jetzt erkennen? Auf jeden Fall ist es die Farbe 266. Das ist so ein dunkelbrauner. Ich guck mal kurz, ob da noch ein paar Fragen sind. Wenn du nur noch eine Sache essen könntest, welche wäre es? Leute, ich bin süchtig nach Sushi und Subway. Wenn ich noch eine Sache essen könnte, ich glaube, es wäre so ein Subway-Brötchen. Ah, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Sushi. Ich übermale meine Lippen, by the way, minimal. Also unten und hier oben übermale ich sie auch immer hier im mittleren Teil. Und dann klatsche ich den einfach überall auf meine Lippen drauf. Dann sehen so meine Lippen aus. Und dann lasse ich sie entweder so, wenn ich Bock habe, auf matt. Wenn ich Bock habe, auf ein bisschen glänzend. Dann mache ich ja noch Lipgloss drauf. Die letzte Frage für heute ist, wie wichtig ist die Körpergröße? Ich glaube, das ist darauf gemeint, auf den Partner bezogen. In meinem Fall ein Typ. Ich bevorzuge, wenn der Typ größer ist als ich. Ist mir eigentlich lieber. Aber wenn es halt wirklich so, weiß nicht, man versteht sich einfach bombenmäßig. Ich glaube, egal wie du aussiehst, wie groß du bist oder was auch immer. Aber wenn man sich so gut versteht, als ob man dann wirklich, als wenn man sich wirklich verliebt. Als ob man dann wirklich sagt, ach, du bist mir aber 2 Zentimeter zu klein. I'm sorry, leider geht's nicht. Du bist zwar die Person, mit der ich am meisten vibe, aber wegen, also als ob das so ist. Ich weiß nicht. Ich glaube generell, dass man, wenn man sich so gut emotional versteht, dass man gar nicht mehr auf das Äußere guckt. Ich habe gerade spontan entschieden, dass ich diesen Lipgloss benutzen werde. Der ist von Essence.
Das ist die Farbe übrigens hier. Ich mag diese Essence Lip Glosser. Ich habe davon ein paar zu Hause. Aber den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Trage ich einfach hier unten auf die Unterlippe ein bisschen auf. So ein bisschen in die Mitte. Na, dann sieht so aus. Nicht ganz so langweilig wie davor. And that's the final makeup. Ich mag's. Ich zeige euch noch ganz kurz mein Outfit, weil ich finde das Outfit fresh. Das hier ist der Zweiteiler. Wunderschön. Also das ist die Hose. Die geht unten so ein bisschen breit. Und das Oberteil hat hier oben so einen Kragen. Ah, hier sieht man die Farbe besser. Das ist so ein dunkelgrün. Falls ihr den ganz nice findet und nachkaufen wollt. Einmal ist das die Artikelnummer der Hose. Da. Und das ist die Artikelnummer vom Oberteil. Könnt ihr euch gerne mal upscreenshotten. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen beantworten. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, falls ich sowas öfter mache. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.